Ja, leider trifft uns die Corona-Krise ziemlich deutlich. Wir haben fast gar keine Auslastung mehr, ist klar. Dadurch, dass auch Ausgangsbeschränkungen bestehen, sind nicht mal so unsere deutschen Kunden, die auch sich so mal am Wochenende sich so ein Auto gönnen, mal einen Tag unterwegs sind, ist komplett platt. Das ist sehr schade, ist natürlich auch wirklich eine bedrohliche Lage, aber wir haben zum Glück sehr, sehr gut vorgesorgt. Das heißt, wir werden schon durchkommen und ich will auch nicht lang rummeckern, denn es gibt auch wieder, man muss ja überall was Positives sehen, gibt es was Gutes, denn viele haben ja auch gefragt, wir sollen mal eine Übersicht über unsere Flotte machen und mal zeigen, was ist denn jetzt gerade da, was kommt, was geht, so einen kleinen Überblick einfach beschaffen und das können wir jetzt recht gut, denn jetzt sind auch alle Autos mal da, es sind nicht ganz alle da, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns die Autos mal im Detail an, gehen alles durch, machen ein paar Soundchecks. Ich meine, das gerade im Vergleich ist doch richtig cool. Hier in der Tiefgarage wird der Sound ordentlich knallen. Und ja, schauen mal, was für Projekte auch wir mit den Autos noch so vorhaben. Dann starten wir gleich mit dem ersten, dem BMW M850i. Den haben wir relativ frisch dazu bekommen im Januar. Was ich sehr geil finde, gleich zu Anfang. Oh, dieses Licht, das ist schon so scharf. Boah. Ja, das taugt mir schon ziemlich. Das macht BMW schon richtig gut mit den Laserlichten. Die haben einen coolen Effekt und man sieht halt wahnsinnig gut. Ansonsten Cabrio, mega geil, super entspannt zum Rumcruisen. Hat einen 8-Zylinder drin, 530 PS, also da geht auch richtig viel. Ordentlich Druck auf der Kette. Und ja, das hat er auch bewiesen schon in unserem Testvideo. 100-200 Zeit, wirklich sehr, sehr gut abgeliefert. Und fährt sich aber insgesamt halt total entspannt, ist eher so komfortabel ausgelegt, auch wenn BMW den eigentlich sportlicher machen wollte, vor allem als den 6er BMW, hat man schon mehr so das Gefühl, also ähnlich wie so ein S-Klasse Cabrio einfach dahin zu cruisen. Und ja, der Innenraum ist hier vor allem erwähnenswert. Sieht halt wirklich absolut geil aus, hochwertig, wirklich absolute Wohlfühlatmosphäre und nur hochwertigste Materialien, die hier verbaut sind. Auch so geil hier dieses Bowers & Wilkins ist es bei BMW. Das sieht schon einfach fett aus. Macht super viel Spaß, damit rum zu cruisen. So ein bisschen wie im Riva-Boot fühlt man sich. Was nicht geil gelöst ist, muss ich ehrlich sagen, ist, die Rücksitzbank ist kleiner, glaube ich, als bei einem 2er BMW. Also das ist wirklich, also sollte ja eigentlich so ein Grand Tourer, ein viersitziges Cabrio werden. Ich glaube nicht, dass da ernsthaft jemand sitzen will. Selbst wir sind ein bisschen kleiner gewachsen. Selbst da ist es unkomfortabel. Also eigentlich ist es letztendlich ein Zweisitzer Cabriolet. Der Kofferraum ist halt ein bisschen größer. Aber der Sound ist geil. Deswegen würde ich sagen, da starten wir gleich rein. Hör mal ran. Der jetzt noch ein bisschen leiser, weil der ziemlich kalt ist. Der öffnet sich auch dann nochmal, aber man hört schon dieses Bollern, dieses V8-Gebrubbel, das hört man schon raus. Der wird aber noch lauter und ist auch das einzige Fahrzeug, muss ich sagen, der schon einen Otto-Partikelfilter drin hat und trotzdem gut klingt. Also das ist echt komisch, wie sie das da geschafft haben. Vielleicht hat er auch gar keinen drin. Nee, also ganz komisch, echt super geiler Sound. Und dann machen wir gleich weiter, gehen zum nächsten. Zum Liebling ja, von allen und auch mit am meisten gefahren von uns, der Porsche 911 Carrera T, der leider aber auch schon verkauft wird, steht auch schon online, haben aber bisher noch keinen Käufer gefunden, dem es so passt. Der hat halt relativ viel Laufleistung, weil er eben bei uns ziemlich viel unterwegs war, ist aber also ein absolut geiles Teil und auch so als Basis 911er, der hat ja den Basismotor, den Carrera Motor, wirklich absolute Spaßmaschine und als T nochmal dieses Ambiente mit den Türschlaufen und so weiter, dieses GT-mäßige, einfach geil und emotional und wirklich hammermäßig. Sound machen wir gleich. Was kann ich noch dazu sagen? 80.000, glaube ich, hat er jetzt schon runter. Also wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Hör mal rein. Krank!
Dieser Wagen ist einfach so geil und der Sound, ey, auch obwohl der schon den Turbo drin hat, der ist ja der 991.2. Ich finde, dieser Sound ist so abnormal und vor allem, wenn du das vergleichst mit dem 992, zu dem wir auch gleich kommen, das ist eine andere Welt, wirklich eine andere Liga. Dieses Teil, boah, ist das geil. Also ich liebe den. Ich bin echt super, super traurig, genau wegen dem Auto, dass der weggeht. Dann kommen wir zum nächsten frisch dazugekommenen, muss man sagen, der R8 V10. Ja, nicht der Performance, also mit 570 PS, mit auch schon Facelift, deswegen auch OPF schon drin. Hören wir auch gleich rein. Super geiles Auto. Also ich muss auch sagen, ich bin ja absoluter Porsche-Fan, aber seitdem ich den R8, ich bin den davor nie gefahren, bis er zu uns gekommen ist, seitdem wir den in der Flotte haben, es macht wahnsinnig viel Spaß damit unterwegs zu sein. Ich finde, er hat halt auch genau die Zutaten, die man braucht. Roadster, aber wirklich nur zwei Sitzer. Man sitzt super krass tief. Er fährt sich eigentlich relativ einfach. Also man denkt so, ich finde immer, man stellt sich sofort bei so einem Auto, ja, das ist extrem breit, unübersichtlich und so weiter. Das ist aber eigentlich nicht der Fall. Also man kann da ruhig auch entspannt unterwegs sein mit. Und der V10 ist halt unvergleichlich. Sowas gibt es nicht mehr, sowas wird es vor allem bald gar nicht mehr geben. Das wird der letzte hochdrehende Zehnzylinder sein, den es so gibt. Und unfassbar gute Optik, finde ich auch. Also hammermäßiges Teil und emotional natürlich, also wenn du da durchschaltest und das Getriebe des DSG, bam, 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 nächster Gang, einfach top und macht Laune. Und dann hören wir auch gleich mal in den Sound rein, wie gesagt mit OPF, aber gerade am Anfang ist er noch relativ laut, der wird dann eher in der Fahrt ein bisschen leiser, deswegen. Schon auch wirklich eben völlig krass und dieses hohe Kreischen, was aus dem Zehnzylinder mal rauskommt. Aber 9 FT auch geil, was sagst du, Roman? Echt eine schwierige Wahl, also eigentlich der Porsche, aber der R8 hat auch schon seinen eigenen Sound, also echt schwierig. Ja, es ist noch mehr so dieser Rennsportcharakter, der irgendwie über den Zehnzylinder rauskommt. Ja, aber eben eigentlich noch ein bisschen lauter, hier so ein bisschen blechender. Man muss beide soundtechnisch haben. Dann kommen wir mal zu einem SUV, den wir auch dabei haben. Ja, jetzt waren wir ja gerade bei den Sportwagen vor allem. Das ist der Porsche Macan GTS. Wirklich so das perfekte Allround-Fahrzeug. Wertstabil. Also Porsche Macan GTS, das kann man echt dazu sagen. Also absolut wertstabiles Fahrzeug. Super Tipp und ich finde auch viel geiler als zum Beispiel Macan Turbo. Der kostet nochmal 30.000 Euro mehr, ist aber eigentlich deutlich langweiliger. Hat sogar den gleichen Motor, jetzt vor allem mit dem Facelift ist der gleiche Motor. Das heißt, es ist nur ein bisschen Leistungsunterschied, aber emotionaler ist ein GTS immer. Immer dieses sportlichere, was dann auch rüberkommt. Turbo ist dann schon wieder mehr Allround, alltagsmäßiger abgestimmt und der GTS auch mit, wenn du die Zielnette und sowas alles dazu bestellst, richtig geiles Teil. Und wie gesagt eben, deutlich wertstabiler noch als ein Macan Turbo. Und ganz interessant, man kann es sogar so sagen, wir haben ja auch einen 6-Zylinder Diesel gehabt. Wir haben auch einen 4-Zylinder, der steht jetzt aktuell nicht da, der ist unterwegs tatsächlich. Also wir hatten schon 3 Macans, wir kennen uns da super gut aus. Der GTS hat genauso viel Wertverlust wie der 4-Zylinder. Ja? Also das heißt, man muss eigentlich nur ein bisschen mehr Kapital anfänglich hinlegen. Aber wenn man den 3 Jahre fährt und danach verkauft, fährt man mit dem Macan GTS auch sehr, sehr gut. Ja, und Sound ist natürlich beim GTS auch nicht schlecht, dann hören wir da auch gleich mal rein. Liebe ich schon dieses Bummern beim GTS, das ist halt schon wirklich ein geiler Begleiter, wenn du einfach schön zum Supermarkt ja, fährst und dann hast du einfach so einen schönen sonoren Ton, der dich da begleitet, das ist schon, GTS ist schon Hammer. Der geht jetzt auch weg, da kommt nämlich das Facelift, ist schon unterwegs, haben wir in der Farbe das Facelift, haben wir jetzt in Schwarz, der ist ja Vulkangrau oder Achatgrau, so ein dunkles Grau. Der neue kommt ganz in Schwarz, also nochmal ein bisschen böser. Wobei mir die Konfiguration auch sehr gut gefällt mit den schwarzen Elementen, die du dann hast. Also ziemlich gleich. Und jetzt kommen wir zu einem ganz speziellen Kandidaten, zum BMW i8.
Einer meiner Favoriten, lustigerweise, und alle finden den irgendwie nicht so geil. Und lustigerweise, selbst bei BMW sagen die so, ja, i8, ja, zu wenig Leistung und so weiter. Ich finde, der hat wirklich absolut seine Daseinsberechtigung. Es macht super viel Spaß, damit zu fahren. Durch dieses steife Carbon-Monocoque wirklich sehr interessant, diese Steifigkeit zu erfahren. Also er ist sehr sportlich, er hat natürlich viel zu dünne Reifen und alles. Brauchen wir uns nicht darüber diskutieren, dass du mit allen anderen schneller bist. Aber was er halt kann, ist einfach rein elektrisch fahren und seiner Zeit eigentlich fast ein bisschen voraus zu sein, weil den gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Und damals war das ja noch gar nicht so präsent mit Hybrid und allen möglichen Themen. Hat aber eben genau aus dem Grund, finde ich, für mich total seine Daseinsberechtigung und ist in stressigen Situationen ganz entspannt, mal nur elektrisch unterwegs zu sein. Das muss ich echt sagen. Und wenn du damit vorfährst, wirst du halt nicht so böse angeguckt. Ich sag mal, wenn du mit dem Porsche, mit allen Autos eigentlich, die sonst hier stehen, gucken alle, ist es und so. Mit dem i8, alle sind cool, finden sie lässig, geiles Auto. Und Flügeltüren haben bei dem Wagen auch wirklich was. Ich finde, normal immer zu krass, zu aufgesetzt, aber beim i8 finde ich gerade, weil er so ein bisschen lieblich fast schon aussieht, ist es so ein kleiner Hingucker einfach und deswegen mache ich die auch gleich mal auf. Finde ich auch vom Interieur einfach gut gelungen und vor allem eben auch da zu bedenken, dass es schon relativ alt ist, ja, im Vergleich, echt ziemlich futuristisch immer noch und dieses Carbon überall ist halt auch für einen leidenschaftlichen Sportwagen-Fan, genau das Richtige, was man sehen will. Soundcheck können wir auch machen. ich weiß nicht, ich glaube, der hat zu wenig Akku, dass man nur Akku, aber dann hören wir mal den Dreizylinder. Ja? Hören wir halt mal rein, ne? Also, Motor ist schon an. Und ich schalte mal den Benziner dazu. Also, für den Sound ist der i8 ganz sicher nicht bekannt. Das klingt schrecklich, um es genau zu sagen. Aber damit soll er ja auch nicht brillieren. Was er wirklich auch sehr gut kann, auch wenn man schnell unterwegs ist, mal so 200 über die Autobahn fährt, hat man wirklich nur so 8,5 Liter Verbrauch oder noch weniger. Also, es ist schon, es funktioniert. Alles super. Was sagst du eigentlich zur Optik vom i8? Weil die wird ja auch immer so ein bisschen kritisiert. Ich finde echt eigentlich, vor allem in der Farbwahl, schon ziemlich geil. Ich finde den auch richtig geil eigentlich, der hat einfach so seinen eigenen Charakter und ist einfach was Besonderes. Ja. Und cool, ja, eben sehe ich auch so. Dann auch wieder ein Liebling von mir, man sieht, die Autos sind natürlich auch die, die ich gerne mag. Aber Competizione hatten wir erst kürzlich, letzte Woche schon ein Video drüber mit dem, aber Turismo, ich kann es dir schnell zeigen, den gelben, den werden wir nicht nochmal extra behandeln. Beim Competizione ist einfach ein cooles, kleines Rennauto, was man in der Stadt gut benutzen kann und trotzdem eigentlich recht gut einfach für den Alltag da ist. Sound ist auch geil, deswegen machen wir den mal hier gerade in der Kälte. Nicht in der Kälte hier. In Kaltstadt meine ich, ja. Hab den Schlüssel. Umstellst. Also das ist schon so faszinierend, wie dieser kleine Motor da einfach so einen Krawall macht. Einfach top. Macht so unglaublich viel Spaß, damit auch unterwegs zu sein. Geiles Teil und eben halt auch preisgünstig. Also ich meine, was Competizione, ja gut, bist du bei 25, also im Verhältnis sage ich jetzt mal zu den anderen Autos. Und du kannst halt einfach auch schon Spaß damit haben. Turismo, wie gesagt, auch dabei. Ja, erzähle jetzt nicht viel drüber. Ist, glaube ich, in der Fahrzeugauswahl hier gerade auch nicht so erwähnenswert. Kleiner Motor, ähnlich wie der Competizione, nur nicht ganz so spaßig, aber als Casio kann man schön mit unterwegs sein. Und dann kommen wir zum 992 Carrera S.
sieht bombastisch geil aus, ist einfach ein krasses Teil, macht natürlich auch extrem viel Spaß damit rumzufahren. Muss aber sagen, ja, wenn ich den T sehe, wenn mich jetzt einer fragen würde, mit welchem willst du losballern, würde ich glaube ich den T nehmen. Leistungstechnisch unerreicht, wie der fährt, wie auf Schienen. Also das ist, es gibt, Porsche ist da wirklich unfassbar, Fahrwerk, alles was der kann, dieser 992, ist wirklich von keiner anderen Marke, kann das so erreicht werden. Das ist Präzision, direkte Lenkung, der Motor, das funktioniert alles sehr gut. Aber wir haben ja auch da ein OPF drin und jetzt ist vor allem interessant im Vergleich zum 9FT, wie der Wagen jetzt klingt. Deswegen machen wir den auch gleich mal an und hören mal rein. Ah ja, Sportabgasanlage haben wir natürlich dran. Also ich glaube fast ehrlich gesagt, dass es keinen Unterschied macht. Deswegen habe ich mir schon auch was überlegt zum Thema Projekte, was man mit den Autos noch machen kann. Vielleicht rede ich da mal mit Techart und schauen mal, ob wir da irgendwie zusammenkommen, dass wir vielleicht eine andere Auspuffanlage dran klatschen. Beziehungsweise hört man relativ deutlich den Unterschied, auch wenn das Heck, also diese LED-Leuchte, sowas von geil aussieht. Ja, ist der Sound nicht mehr so ganz so scharf. Deswegen schauen wir mal, ob wir da irgendwie Abhilfe schaffen können. So, und dann sind wir eigentlich auch schon beim Ende, aber wir haben ja noch andere Autos, was hätte ich schon erwähnt. Macan, der andere Vierzylinder, der ist unterwegs. Der BMW M2 Competition, der wird gerade repariert, der hat was an der Frontschutzstange, Parkrempler. Der Porsche Cayenne S, das Coupé, ja, Porsche Cayenne S Coupé, auch super geil, ist auch gerade unterwegs, ja, also so ersatzwagenmäßig laufen die. Das war's, ja, das sind die Autos. Verkauft werden, wie gesagt, der Macan GTS gerade, der neue FT, der Competizione leider, das ist der Corona-Krise tatsächlich geschuldet, weil wir da einfach jetzt ein bisschen abschlanken müssen, den Fuhrpark, aber es kommen. Taycan Turbo sollte eigentlich längst schon da sein, aber durch die Krise jetzt, also er ist auch fertiggestellt, er steht in Leipzig rum beim Porsche-Werk dort. Wir wollten da eine Werksabholung, wo wir auch einen Film drüber machen natürlich, wo ihr dabei seid. Da steht er rum, muss abgeholt werden, aber geht natürlich zurzeit leider nicht durch die Corona-Krise. Sehr, sehr schade, weil da haben wir natürlich auch alle möglichen Videoprojekte schon vor. Dann auch, was schon da steht, beim Porsche-Zentrum hier in München und bei unseren Partnern Porsche Cayman GT4. Ja, auch richtig scharfe Kiste, der Schalter, ja, also spannendes Teil und wirklich auch hochemotionales Fahrzeug. Das weiß, da werden wir natürlich auch coole Videos mitmachen und auch da werden wir uns dem Thema Auspuff widmen, beziehungsweise Sound allgemein. Auch da habe ich schon mich ein bisschen informiert. Ich glaube, da sollten wir auch mal schauen, dass wir da irgendwie noch eine bessere Lösung finden, weil die vorigen Cayman klangen ja wirklich wie im Himmel und der 718 ist leider einfach nicht mehr so toll, der Sound. Und das ist ja allgemein bei Porsche so und da müssen wir mal schauen, ob wir irgendwie sonst wo Abhilfe finden können und das ist ja auch schön für euch, vielleicht habt ihr einen Porsche, dass ihr seht, was für Möglichkeiten es gibt. Noch was Cooles, wo ich mich auch extrem, natürlich, ich freue mich auf jedes Auto, 911 Carrera Basis, aber GT Silber mit schwarzen Elementen, schwarz alles, schwarze Felgen und Aero-Paket, ja, mit dem fetten Heck-Spoiler. Das heißt, der sieht aus wie ein GT3 eigentlich. Der 992 GT3 wird wahrscheinlich ähnlich aussehen und es ist so ein bisschen das Experiment, ganz Basis eigentlich alles lassen, aber vom Aussehen den so auszustatten, dass der halt richtig krank aussieht. Ja, und dass der, wie die Leute da den annehmen, ich, für mich ist es perfekt. Ich sage auch immer, Basis taugt mir eigentlich schon immer ausreichend, weil ich sage, dieses Feeling, alles hast du und es ist halt dann immer nur so ein kleines Quäntchen. Darüber kann man sich natürlich streiten, aber zumindest GT in die Richtung würde ich es immer machen, aber so Turbo und so in die Richtung finde ich gar nicht so interessant. GT ist eine andere Liga, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Das heißt, der Wagen kommt auch und es kommt ein Boxster neuer, auch in Rot, 718 auch, auch da, Sound, schauen wir uns alles an, filmen wir alles und ihr seid dabei. Ich hoffe, euch hat die kleine Übersicht jetzt gefallen, wir haben, wie gesagt, das ein bisschen genutzt. Ich versuche, gute Laune zu behalten in den Zeiten,
die Chancen zu sehen, das Positive zu sehen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, auch das könnt ihr gerne machen. Dann könnt ihr zum Beispiel einen Gutschein kaufen. Das hilft uns jetzt gerade sehr. Einfach um auch zum Beispiel so jemanden wie den Roman, der hinter der Kamera steht, dass wir da weiter die finanziellen Mittel haben, alle zu finanzieren. Wir werden natürlich selber als erstes Abstriche machen. Aber ich glaube, gemeinsam sind wir in den Zeiten am stärksten und sollten einfach gucken, dass wir über jeden unterstützen, wie es nur geht. Deswegen, das würde uns sehr freuen. Ansonsten natürlich liken, Videos anschauen, alles was geht. Das ist auch ein super Teil, der einfach uns hilft. Bleibt alle gesund und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dahin.